Ist es anstrengend, Leute. Aber Mario, die Arbeit geht noch weiter. Willkommen zu den 12. Part von... Ich wollte schon wieder New Super Mario Bros. Deluxe sagen. Ich meine Super Mario Galaxy 2. Und auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal noch die 8 Münzen. Die Achterbahn-Lila-Münzen-Mission auf jeden Fall geschafft. Und es geht auch direkt weiter. Nämlich mit Große Letter Galaxie. Und dann machen wir direkt mit den Chabana-Kometen weiter. Wir hatten beim letzten Mal auf jeden Fall nur 2 gesammelt, weil es auch nur 2 gab. Und das war auch vollkommen okay. Und jetzt machen wir hier weiter. Voller Schatten. Oh mein Gott, das kann jetzt schon einiges bedeuten. Nämlich die Schatten-Marios. Ja, dachte ich mir echt schon. Ach ja, ich muss ja eigentlich noch... Ich habe vergessen, synchron zu machen. Also deswegen müsst ihr leider dabei sein, außer ich cutte es halt kurz weg. Werdet ihr dann sehen. 26.780 Sekunden später. So, jetzt können wir auch anfangen. Es hat jetzt ein bisschen lange gedauert. Ich... Fängt gut an, Leute. Also... wie ich vermutet habe, die Schatten-Marios sind anwesend in dieser Mission. Also ich habe vergessen, diesen Synchron-Dings zu machen. Also ich synchronisiere sonst immer, weil ich nehme ja Super Mario Galaxy 2 immer einzeln auf und halb Kennex-Craft in OBS-Modus, weil es allgemein irgendwie auch nicht gehen würde. Also, ich meine halt, das kann ich gleich das nächste Thema machen. Welche Videos ich einzeln mache, also wie ich meine Videos eher vorbereite. Zum Beispiel jetzt Super Mario Galaxy 2, als auch damals New Super Mario Bros. Deluxe, habe ich einzeln aufgenommen. Das bedeutet, Capture Card und die Facecam hier, die habe ich jeweils einzeln aufgenommen und zusammengeschnitten, Intro eingefügt und so weiter. Und bei KennexCraft gerade... geht es darum, dass ich es zusammen mache. Also das heißt per OBS, ich habe mehrmals Versuche damit durchgeführt und dann hat es halt funktioniert. Außer das Problem war, falls ihr es bemerkt haben solltet, bei den 3 Parts, die aktuell veröffentlicht wurden, war halt noch ein Echo. Und ich glaube, es lag an den Kopfhörern, dass man das halt dadurch hören konnte. Also so ist meine Vermutung. Gut, jetzt können wir auch mit der Welt 3 allgemein weitermachen. Also irgendwie ist es gerade ein bisschen chaotisch hier am Anfang. Mit dem Part. Aber, na gut, ist halt so. So, Frostflockengalaxie. Ein Schneebowser im Lavasee. Eigentlich müsste er schnell schmelzen durch die Hitze, aber... Keine Ahnung. Die NATO 500 IQ Move, Digga. Let's go. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist da gerade passiert? So. Machen wir mal weiter. Ah, da ist die... Feuerblume wieder, also die Brustblume. Und wir müssen ja die Röhre, glaube ich, irgendwie aktivieren. Ach ja, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt, als ich einen Nebenjob habe, und ich bin auch froh darüber, dass sie mich genommen haben, also der Job steht fest, gerade die ganze Zeit und das ist echt toll. Mir gefällt es auch dort, wo ich arbeite. Falls ihr fragt, wo, es ist... Also Mario, bitte vorsichtig sein, weil ich möchte schon reden zu den Zuschauern. Also, der Job ist Mediamarkt. Da hatte er noch Glück gehabt, sonst hätte er riesen Ärger von mir bekommen. Also der Job ist Mediamarkt. Ich bin da als Aushilfe zuständig, also dabei. Und ich freue mich eigentlich auch, dort dabei zu sein. Das ist eigentlich recht chillig so. Ich habe sonst sehr viele Bewerbungen abgeschickt und ich habe sonst nur Absagen bekommen oder keine Antwort. Und Mediamarkt war der Einzige, der sich gemeldet hat als, wir würden Sie gerne kennenlernen. Ja. Ich bin auch froh darüber, dass Sie sich gemeldet haben.
Gut, dann noch ein Schabernack-Komet. Oh, doch nicht. Ich hab schon gedacht, oder? Oh. Ich bin halt echt überfordert von Schabernack-Kometen. Also Part 10 war übelst anstrengend. No joke. So, die rote Nase des blauen Sorbetti. Der Sorbetti ist diese... Einer von diesen beiden Kugeln. Ich glaube, es ist der, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Scheiße, ich hab's vergessen. Na gut. Es geht ja mit Stahl-Mario weiter. Dann wollen wir mal sehen. Okay. Also ich kann mich nicht mehr so wirklich an das Level erinnern. Aber irgendwie ging es noch. Irgendwie so los. Keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Ach, ernsthaft, ein Goomba. Mal sehen. Nein! Was ist denn hier drin? In der Röhre? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh mein Gott. Der Spielaffe. Ja, moin. Oh, natürlich, sorry wegen hier der Grafik. Es ist ja immer noch gleich sogar 12 Uhr. Shit. Okay. Let's go. Da oben, da oben, da oben, da oben. Okay. Ich hab diesen Typen schon mal gesehen. Aber mich juckt dieser Scheißaffe nicht, denn ich kann alles besser als er ist nämlich zu faul, um alles zu machen. Und ich hasse diese Stacheldinger, die nerven mich so sehr. Nee, jetzt. Nee. Ja. Richtig knapp schon wieder. Ich hätte fast gesabbert. Oh, da kann ich echt froh sein. Okay. Dann können wir auch die normale Mission weitermachen. Denn ich weiß jedenfalls, dass da auf jeden Fall den Boss gibt. Und den müssen wir auf jeden Fall noch bezwingen. Ich weiß nicht, was sonst der Schabernack-Komet da ist. Das weiß ich nicht mehr. Ich versuche mal, mich zu informieren, als auch daran zu erinnern. Ich habe nämlich null Ahnung. So, dann wollen wir mal sehen. So, natürlich... Ich glaube, hier oben müssten wir hin, oder? Ja, denk schon. Wir bräuchten auf jeden Fall... den... Ah, hier. Den Steinpilz. Also Mario ist schon immer noch zum Teil immer noch beliebt. Ich mag ihn immer noch. Natürlich gab es einige Spiele, die nicht so toll waren. Oder halt schon toll, aber nicht wirklich meins sind. Darunter ein Beispiel. Super Mario 64. Also 64. Das ist nicht wirklich mein Spiel. Ich habe es auch um ehrlich zu sein nie durchgespielt. Da bin ich jetzt... Oh. Das muss ich also suchen. Also ich habe es ehrlich noch nie durchgespielt. Und das ist mir scheißegal, was ihr jetzt sagt. Ja, 64 muss man durchgespielt haben, halt's Maul. Weil... Es ist halt so. Ich habe mit Mario 64 jetzt angefangen und ich mag diese Version echt gar nicht. Ja, außer die Minispiele, aber die muss man freischalten. Ja, toll. Ich mag die Steuerung von 64 DS nicht. Die von 64, zum Beispiel bei 3D All-Stars, geht. Warte, was ist denn eigentlich hier? Ist mir die auch... Gar nichts, okay. Okay, okay. Wollten sie einfach so machen, das ist Nintendo, ne? Das wollten sie einfach so machen. Okay, 4. Und zack. Hä? Und was ist hier drin?
Ah, da! Okay. Okay. Also, natürlich gibt es einige Spiele, die ich nicht wirklich durchhabe, weil ich überlege auch, was könnte mein drittes LP sein, wenn Galaxy von der Story her und allen Goldsternen fertig ist. Also, Grünsterne sammle ich ja nicht ein, wie gesagt. Oh, was ist denn eigentlich? War hier nicht irgendwas? Hm. Habe ich mich geirrt wahrscheinlich. Ah, nein. Hm? Ich geh mal rein. Vielleicht ist da was. Achso, okay. Ja, ich mach's einfach mal. Münze. Noch mehr Münzen? Nein, Gumba. Noch. Ja. Schade. Keine 777. Hm. Wollen wir mal sehen? Auf jeden Fall weiß ich ja, wie der Boss ist. Aber wo wir hin müssen. Weil der Nebel nervt, also der Schneesturm. Oh, warte, er will 30, oder? Fuck. Na gut. Dann mache ich es halt ohne. Ist doch verloschen. Ich hatte gerade 30 bekommen. Das ist das Vieh. Ja, hier, das war gerade das Vieh, auf dem wir gerade gelandet sind. Also nicht das hier, sondern das hier. Das ist das. Das ist der Boss. Let's go. Komm hier. Vor allem die Frage ist, was soll er darstellen, ne? Und der... Fuck. Komm hier. Oh, natürlich musst du die andere Richtung nehmen. Nee, ist jetzt nicht lustig. Münze! Wo? Oh mein Gott, mein Mund tut weh. Nein! Nicht schon wieder! Hä? Warte, Münzen? Hä? Wo ist die Kackmünze hin? Ach, da oben. Lol. Okay. Jetzt ist sie wütender. Alter. Ich krieg den Boss nicht mehr hin. Ja! Ich hab's noch hinbekommen. Yes! Oh mein Gott. Shit. Da bin ich froh, dass ich es noch hinbekommen habe. Wisst ihr, was ich nicht glauben kann? Dass wir, glaube ich, gerade 4 Sterne gemacht haben. Also, einige Sterne kriegt man schon ganz schnell hin. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes hier hin, zur Tic-Tac-Galaxie. Da gibt es auch, glaube ich, erstmal, also nur 2, weil einmal ist der Schabernack-Komet, einmal ohne Schabernack-Komet. Und wir müssen natürlich auch die Kometenmünze natürlich holen, weil wir das Level bisher nicht betreten haben. Da drüben ist ja auch ganz leicht, ganz easy. Wenn ich da runterfalle, ich verlasse diesen Raum und kehre nie wieder zurück. Naja, doch in einer Woche. Bei Ferien. Erstmal ein paar Sternteile gönnen. Ich glaube, da war ein Goomba, oder? Nein, war es nicht. Hab mich geirrt. Oder da war einer. Da war einer. Oh mein Gott. Oh shit. Ich bin nicht da gestorben, wo die Kometenmünze war. Ich habe gemeint, die Kometenmünze. Ich weiß, man hat jetzt mich falsch verstanden. Aber ich habe wirklich gemeint, da an der Kometenmünze.
Das war jetzt nicht wirklich Kometenmünze. Also, sorry für die, die es falsch verstanden haben sollten. Ich mache auch zu sehr Speedrun, ne? Schon. Manchmal klappt es, manchmal aber nicht. Meistens nicht. Doch, schon. Okay. Fast müsste ich mein Zimmer verlassen. Aber Corona, ich habe keine Lust dazu. Okay, machen wir es mal so. Gut. Hä? Hallo, Wandsprung? Mal daran gedacht? Okay, habe ich die Kometenmünze? Ja. Okay, der speichert es immer ein. Gut. Wenn man also den Checkpoint gemacht hat, meine ich. Wenn er danach ist. Ach, da ist der letzte. Okay. Okay. Ich spiele gerade echt schon sehr riskant. So. Wir haben somit auch geschafft, dass es stoppt. Wetten, ich sterbe gleich irgendwie. Ich meine, ich sterbe irgendwie nicht, ne? Ihr habt das nicht wahrscheinlich nicht gehört. Tada! Yeah. So, 45 Sterne haben wir gerade aktuell. Und das ist auch sehr schön, meiner Meinung nach. Ich würde sagen... Nein! Nein, ein Rennen. Scheiße, es ist das. Ich würde sagen, diese Herausforderung nehmen wir an und machen wir es auch schnell. In diesem paar... Ich meine Weltkarte, was passiert, der geht zum Level. Okay. Die wollen uns herausfordern, weil sie beobachtet haben, dass ich ein krasser NBA-Spieler bin. Und da wollen sie zuerst ein, also bei der Sinkfluggalaxie ein Rennen mit uns machen. Und dann werde ich in die NBA aufgenommen, weil ich Basketballspieler bin. Versteht ihr? Ja? 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 Spaß, okay. Ist einfach nur schlecht. Gut. Dann, auf geht's. Die fünf wollen mich herausfordern. Werden sie gewinnen? Das ist die Frage. Warte kurz. Ich spreche nur mit Kuroko und Kagami da drüben. Also, ihr könnt ihr vielleicht nicht sehen oder so. Jo, Kuroko, Kagami. Soll ich mitmachen? Okay. Sie meinen, ja. Ich habe es da nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber ich denke, ja. Ich glaube, sie haben nichts gesagt. Ist sowieso egal. Go! So. Dann wollen wir mal anfangen mit dem Rennen. Gerade sind wir auf dem zweiten. Das ist auch sehr gut. Ich darf natürlich nicht zu sehr nach unten fliegen. Aber der Sensor ist halt viel zu nah. Und da ist halt schon ein bisschen... bin ich ein bisschen im Nachteil. Ich passe halt auf. Natürlich, und ich bin leider immer noch der Zweite. Da unten, der Schwarze, also der schwarze Vogel, ist gerade der Beste, wie man anscheinend es dann erkennen kann, weil sonst wäre ich ja Erster. Aber ich lasse ihn ja auch den Vortritt. Oh, das ist jetzt übelst knapp. Scheiße. Aber ich weiß, ich bin Dritter, aber Vierter, ich weiß, aber ich muss es leider so machen. Oh mein Gott. War übelst knapp. Komm, jetzt Speed! Oh nein, das schaffe ich nicht. Ah, nee. Ich tue so, ich hatte einen Unfall. Upsi, ich hatte aus Versehen einen Unfall. Es tut mir leid, wir machen es nochmal. Und hopp. Wir nehmen jetzt nur die Fernbedienung, weil man braucht ja auch nur die Fernbedienung. Und da ist es, glaube ich, auch besser. So, wir werden versuchen, in dieser Position zu bleiben.
Weil dann werden wir zu einer der besten. So. Schön. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir kommen langsam auch mit dem schwarzen Vogel mit. Geben wir erstmal den One-Up. Gut. Schön oben halten. Okay. Ja, läuft gerade gut, außer dass ich Zweiter bin. Das ist leider etwas schlecht. Ah, bin Erster, sehr schön. Gut, gut. Jetzt müssen wir irgendwie hier durchfliegen. Ja, ja, sehr schön. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind habe ich hier oben verkackt. Ich bin dagegen geflogen und hatte verkackt. Aber jetzt habe ich ernst gemacht und habe somit den 6. Stern, glaube ich, für heute geholt. Aber die machen wenigstens einen auf Ehre und gönnen mir auch den Stern. Als GG, also good game. So, GG auf jeden Fall an euch Vögel. Ich mag es immer so, wenn voll Respekt, Fair Play, was auch immer. Ich mag es voll. No joke. So. Galaxie komplett. Das heißt, es gibt da keinen Schabernack-Kometen. Glaube ich zumindest. Oh, okay. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und, ja, sorry am Anfang mit den Testdings. Also, falls ich es reingepackt habe, habe ich es halt reingepackt. Wenn nicht, dann nicht. Und, ja, das tut mir auf jeden Fall nochmal leid, aber das habe ich vollkommen vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann, Leute.